Da. Sag mal, du kannst ja uns dann vielleicht währenddessen auch noch ein bisschen über Abwärts erzählen. Ja, kann ich sagen. Es gab 1980, glaube ich, kam die erste EP von der Gruppe raus. Da waren sie noch wirklich sehr politisch. Die EP, das Hauptstück der Platte, hieß Computerstaat und war sehr flott, sehr schräge Gitarren. Dafür waren sie eigentlich bekannt. Und dann ging es eigentlich ganz gut rauf. Sie haben eine Independent-LP gemacht, die war auch sehr toll. Und dann sind sie zur Industrie gegangen und haben dort auch eine LP gemacht. Der Westen ist einsam, hat mir persönlich gut gefallen. Und im Maxi noch Beirut, aber dann hat man lange nichts von ihnen gehört. Sie haben wahrscheinlich das auch nicht irgendwie so erreicht, was sie sich von der Industrie oder so Plattenindustrie vorgestellt haben. Und können wir ja nachher auch nochmal mit denen drüber reden, also was das eigentlich bedeutet. Ah, die sind toll. Ich habe die live öfters gesehen, echt? Ja, ja. Aber ah, jetzt ist, glaube ich, der Ton da, gell? Jetzt hat es irgendwie geknackt. Also noch. Oh, jetzt geht's, glaube ich, wieder los. Abwärts mit Olympia. Na? Noch nichts da? Nee, will noch nicht so recht, aber es war schon ein Pfeifen da. Ja. Nicht das Pfeifen vom Publikum, sondern das Pfeifen der Technik. Ich glaube, da wird man nicht so pfeifen, wenn man die Band hört. Also wenn man die Band sieht, die Kamera ist jetzt momentan nicht so freundlich, auf die Gäste der Band hinzublenden. Da bietet sich einiges dem unbedarften Zuseher. Ja, aber wir sind es da, aber wir können ja nicht überall sein, war mal der Slogan von uns. Und jetzt scheint sich das wirklich in die Tat umzusetzen. So, ich glaube, jetzt geht das Playback auch gleich ja, ab. Meinst du, das ist das Playback? So experimentell habe ich Abwärts noch nie gehört, also auch in ihren extremsten Phasen. Ne? Wir können ja mal zählen. 1001, 1002, 1003. Ach, jetzt kommt's. Vor Millionen Jahren, in einer kranken Zeit, gab eine Stadt ein Fest. Die ganze Welt war bereit, die Erde war ein, Insekten liebten Gott, sie beten TV, ohne Krieg und Sport, doch ihre Seelen waren gut, und es war alles nur Spiel, sie nahmen fast nichts, und sie gaben so viel. Auch das Fest war ein Spiel, die Regeln sind schwer. Einer voran und der Rest hinterher. Alles war, dies war ihr letztes.